Ja, guten Mittag, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema Quantencomputer und Quantentechnologien. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur beim Science Media Center und ich freue mich, heute auch unsere drei Experten hier willkommen heißen zu dürfen, die ich gleich noch einzeln vorstelle. Man hört immer wieder, wie wichtig Quantentechnologien und insbesondere auch Quantencomputer in Zukunft sein werden. Die möglichen Anwendungsfelder sollen von der Kryptographie über Optimierungsverfahren bis zur Material- und Wirkstoffforschung reichen, um nur einige zu nennen. Aufgrund dieses Potenzials werden Quantentechnologien seit einigen Jahren auch viel stärker gefördert als noch zuvor. Da sollen ja auch heute noch direkt weitere Informationen zu bekannt gegeben werden. Aber kommt die Forschung wirklich da an, wo sie überhaupt benötigt wird? Wie weit ist die Forschung momentan? Welche Durchbrüche und Anwendungsmöglichkeiten sind in naher Zukunft zu erwarten? Und wie stehen Deutschland und Europa im internationalen Vergleich da? Das sind einige der Fragen, die wir heute in unserem Pressbriefing klären möchten. Bevor ich mit dem Vorstellen der Experten beginne, an dieser Stelle noch der Hinweis an Sie da draußen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne über die Fragefunktion bei Zoom stellen. Also eben unten auf F und A oder Q und A, je nachdem, wie Ihre Sprache bei Zoom eingestellt ist. So können dann Ihre Kolleginnen und Kollegen auch alle gestellten Fragen sehen. Dann gibt es weniger Doppelungen und die Fragen können auch aufeinander aufbauen. Also bitte die Q&A oder F und A-Funktion benutzen und nicht den Chat. Jetzt aber zu den drei Experten, die heute dabei sind. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie alle dabei sind. Und ich stelle Sie jetzt in alphabetischer Reihenfolge vor und fange an mit Professor Dr. Immanuel Bloch. Herr Bloch, Sie sind Professor für experimentelle Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München und da auch Leiter der Abteilung Quantenvielteilchensysteme. Herr Bloch, können Sie uns zur Einführung einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der Technologie und mögliche Anwendungsfelder für Quantencomputer geben? Und wie beurteilen Sie denn Deutschland und Europa im internationalen Vergleich? Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bin froh, heute mit in der kleinen Runde dabei zu sein und mich natürlich auch hier Ihren Fragen zu stellen in der Diskussion. Gut, Quantencomputer werden heute auf verschiedenen Plattformen verfolgt. Es gibt heute Systeme aus superleitenden Systemen, Ionen, Atomen, vielleicht die führendsten Plattformen, die man nennen kann in dem Bereich, die so typischerweise 50 bis 100 Qubits zusammenstellen können und damit so erste kleinere Quantenrechnungen durchführen können. Man muss natürlich ganz klar sagen, das ist jetzt noch nichts, was einen wirklich vom Hocker reißt, im Sinne von, wir lösen schon ein Problem, was man nicht lösen kann auf einem klassischen Rechner. Aber es sind erste Demonstrationsbeispiele, was man mit diesen Systemen machen kann. Das ist sozusagen alles auf dem Weg zu dem sogenannten voll fehlerkorrigierten Quantencomputer, den man brauchen wird, um das wirkliche Potenzial dann auszunutzen. Diese fehlerkorrigierenden Quantenrechner, die also auch fehlertolerant sind, die also Fehler, die sich in der Rechnung darstellen werden, unabweigerlich auch korrigieren können und mit denen umgehen können, da ist es noch ein recht weiter Weg hin. Und der zeigt auch, dass man nicht früh genug einsteigen kann, um sozusagen dieses Problem aus dem Weg zu schaffen, letzten Endes. Ja. Also das wird sozusagen die große Herausforderung nächsten 5, 10, 20 Jahre vielleicht, wer weiß das, um auf dem Weg zu diesem fehlerkorrigierten Quantencomputer hinzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, vielleicht abschließend noch kurz zu sagen, die kleineren Systeme, die man heute hat, sind trotzdem schon spannend. Man lernt dabei, was man mit diesen Systemen machen kann, was man in ihnen programmieren kann, was für neue Algorithmen man auch machen kann mit den Systemen. Und was Anwendungen angeht, kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, aber vielleicht ist die Killer-Anwendung noch gar nicht gefunden und wird erst sozusagen erst noch im Laufe der Forschung mit diesen Systemen überhaupt erst rauskommen. Und was für Anwendungsfelder, also was für grobe Anwendungsfelder gibt es denn bei den Quantencomputern? Also ist das eher eine begrenzte Klasse von Problemen oder würden Sie sagen, wenn die erstmal laufen, kann man mit Quantencomputern bei fast jedem rechnerisch zu lösenden Problem große Vorteile erzielen? Ja, letzteres mit Sicherheit nicht. Und es gibt, glaube ich, aber da kann sicherlich meine beiden Theoriekollegen noch mehr ergänzen dazu. Es gibt Problemklassen, von denen wir wissen, ziemlich sicher wissen, dass Quantenrechner vorteilhaft sein sollten, die Probleme zu lösen. Da geht es um Probleme aus der Materialforschung oder Probleme auch aus der Quantenchemie. Dann gibt es Fragestellungen, Sie haben es schon angesprochen, Herr Zimmermann, aus den Optimierungsfragen, Optimierungsprobleme, also wie strukturiere ich bestimmte Prozesse, um möglichst kostenintensiv, energiearm oder zeitintensiv auch einen bestimmten Prozess ablaufen zu lassen. Da hoffen wir, gibt es gute Anzeichen, dass es so einen Vorteil geben kann. Allerdings ist das noch nicht vollständig bewiesen.
Das wird man sehen müssen. Und dann gibt es vielleicht noch, sagen wir mal, experimentellere Bereiche im Quanten-Machine Learning zum Beispiel, was die Leute schon ansprechen. Also kann man das Gebiet des maschinellen Lernens zusammenbringen mit den Quantencomputern, wie geht das? Das würde ich sagen, ist noch mehr ein bisschen offen, ob es da wirklich einen Vorteil geben wird. Also ich glaube, da wird man sehen, in welchen dieser Bereiche man das auch halten kann, was man vielleicht für die ersten beiden schon genauer kennt. Vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu Professor Dr. Frank Wilhelm Mauch. Sie sind Leiter des Instituts für Quantencomputeranalytik am Forschungszentrum Jülich und Koordinator des Projekts Open SuperQ. Herr Wilhelm Mauch, mit Open SuperQ sind Sie ja Koordinator eines Projekts, das auch durch das EU-Flaggschiff-Projekt zu Quantencomputern gefördert wird, mit dem Ziel, sage ich mal, einen europäischen Quantencomputer zu entwerfen und herzustellen. Wie beurteilen Sie denn die momentanen Förderinitiativen? Kommt das Geld auch da an, wo es gebraucht wird und wo gibt es da Verbesserungsbedarf? Sie haben mir ja auch erzählt, dass wahrscheinlich heute die geplante Umsetzung der Empfehlungen des Expertenrats bekannt gegeben werden soll. Können Sie da auch schon sagen, was da zu erwarten ist? Und auch für wie wichtig halten Sie in dem Bereich der Quantentechnologien internationale Kooperation? Vielen Dank für die Frage. Auch ich freue mich, heute dabei sein zu können. Also die Ausschreibung, die für heute erwartet wurde, habe ich beim letzten Überprüfen jetzt noch nicht gesehen. Tatsächlich sind wir sehr gespannt auf die detaillierte Umsetzung dessen, was der Expertenrat dort vorgeschlagen hat. Ich denke, bei der Förderung muss man weiterhin beachten, wo wir gerade stehen, wie das auch der Emanuel Bloch gerade schon gesagt hat. Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir von einem akademisch nachgewiesenen Quantenvorteil zu einem wirklich nützlichen Quantenvorteil kommen. Ja, wo wir von den isolierten Laborbedingungen auf was kommen, was wir tatsächlich nutzen wollen. Das heißt, die Quantenrechner, die jetzt entstehen, die so groß sind, dass es nicht mehr ein Experiment ist, das man irgendwie macht, sondern wirklich der Computer, dass ich auch nicht mehr anders simulieren kann, die aber noch keine im Augenblick noch keine disruptive Anwendung haben, die kann man, glaube ich, am besten als Forschungs- und Entwicklungsgroßgerät fassen. Ja, das sind große Geräte, wo es viele Leute zusammenkommen und schauen, ist meine Anwendung schon weit genug? Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, wenn man mal im Bereich des Quantenvorteils ist, das wirklich zu untersuchen. Das heißt, die Förderung sollte dem Rechnung tragen. Und die Förderung sollte dem Rechnung tragen, dass das Verbessern von Qubits, es geht da zumindest in meinem Bereich sehr viel mehr um die Qualität, um die geringe Fehlerrate als um die Zahl von Qubits, dass das weiterhin ein schweres Problem ist, dass das weiterhin so ist, dass wir da auch gegen die Schwierigkeit des Austricksens von Naturgesetzen arbeiten. Das heißt, die Förderung muss immer so gestaltet sein, dass da die besten Leute zusammenkommen, dass da künstliche Grenzen wie Ländergrenzen oder Bundesländergrenzen möglichst keine Rolle spielen, sondern dass wir an die harte Nuss dort wirklich rangehen können, dass wir jetzt nicht aufgrund von Artefakten der Förderung irgendwas verpassen. Was, glaube ich, auch, das spricht auch für die europäische Dimension. Es gibt da so viele spezialisierte Dinge in der Lieferkette, so viele Geräte und Expertise in der Lieferkette, dass es da wichtig ist, Draht zu den Besten zu haben, auch wenn sie in unseren europäischen Partnerländern sind. Was man auch schon sieht beim Übergang von einem Experiment zu einem richtigen Computer und zu einem Großgerät, ist diese ganze Pluralität von Plattformen. Es gibt Plattformen, die schon sehr weit entwickelt sind, die richtig gut sind. Und ich denke, es wird noch eine ganze Weile so bleiben, dass eine bestimmte Plattform für eine bestimmte Sorte von Anwendungen Vorteile hat, während für eine andere Anwendung andere Plattform große Vorteile hätte. Das heißt, das Festlegen auf eine einzelne Plattform, was der Expertenrat nicht antizipiert hat, die wollten eine Pluralität von guten Plattformen fördern, das wäre falsch. Und was der Expertenrat dort gemacht hat, ist eben richtig. Denn auch bei einfacheren Produkten wie Autos ist es ja so, dass nicht ein Produkt alles löst. Und wie ist es momentan so, zum Beispiel in Deutschland jetzt mit der Vernetzung dieser verschiedenen Initiativen, also aus der Roadmap Quantencomputing des Expertenrats,
da gab es ja auch den Satz, nicht wörtlich, aber dass es in Deutschland keinen einzigen Akteur gibt oder Wissenschaftsverbund, der die Entwicklung eines Quantencomputersystems übernehmen könnte. Sehen Sie das auch so und ist das ein Problem oder ist das quasi eher irrelevant, weil es eh europäische Kooperationen da geben muss? Ich denke, da geht es meines Erachtens vor allen Dingen um die Aufgabe der Systemintegration. Und ich meine, in der Roadmap wurde vor allen Dingen betont, dass es keine Firma gibt, die im Augenblick die Systemintegration übernehmen möchte. Okay. Aber die Systemintegration, also die Komplexität des Zusammenspiels der sehr, sehr vielen Komponenten und das man auch schauen muss, dass man nicht durch vermeintlich banale Komponenten, wir kennen das aus Eisenbahnausfällen und sowas, aufgehalten wird. Das kann meines Erachtens im augenblicklichen Stadium noch sehr, sehr gut von der Wissenschaft geleistet werden, wenn man sich dort clever anstellt. Wenn man also sich einerseits, was das Management von Komplexität angeht, noch ein bisschen Hilfe dazu holt, aber wenn man dann mit dem Fachwissen, das man hat, also Emanuel Bloch hat unendlich komplexe Experimente bei sich im Labor und die funktionieren. Und wenn man darauf aufbaut und wenn man auch hergeht und die Stärke des deutschen Systems nimmt, nämlich dass wir sehr, sehr starke Entwicklerinnen und Entwickler von Komponenten haben, wenn man das also so macht, dass der Systemintegrator sehr stark auch auf der Komponentenebene arbeitet, dass der Systemintegrator in meinem Gebiet, sagen wir mal, nicht die Kältemaschine zusammenschraubt, sondern eine fertige Kältemaschine, die den Spezifikationen entspricht, was einbaut, dann kann man, denke ich, mit einer leichtgewichtigen Systemintegration auf jeden Fall die Sachen leisten, die man auf die nächsten paar Jahre leisten muss und damit hoffentlich auch die Industrie in eine gute Startposition bringen. Okay, vielen Dank. Dann komme ich jetzt zum letzten unserer drei Experten, Professor Dr. Peter Zoller. Herr Zoller, Sie sind Professor für theoretische Physik am Center for Quantum Physics an der Universität Innsbruck und Forschungsleiter am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ebenfalls in Innsbruck, Österreich. Herr Zoller, wie sehen Sie denn die Fortschritte im Bereich der Quantentechnologien in den letzten Jahren und was ist vielleicht auch in naher Zukunft an Fortschritten zu erwarten? Und wie beurteilen Sie den Unterschied zwischen privatwirtschaftlicher und akademischer Forschung in dem Bereich? Also mit dem Quantum Supremacy Paper hat da ja Google von sich reden gemacht und etwas überspitzt gefragt, wird die akademische Forschung da gerade abgehängt oder machen die Firmen einfach nur bessere PR? Danke auch von meiner Seite mal für diese Einladung hier. Zu dem Thema Fortschritte und Zukunft von der Quantencomputerei muss ich ein bisschen wiederholen, das, was vorhin schon kurz erwähnt worden ist, nämlich vor 15 Jahren waren wir vielleicht in einer Phase in unserer Grundlagenforschung, wo wir die ersten kleinen Bauelemente von solchen Quantencomputern im Labor haben eben da demonstrieren können. Und ich glaube, dass wir jetzt während der letzten paar Jahre eingetreten sind in eine vollkommen neue Phase. Und ich würde sagen, die wird wahrscheinlich die nächsten 10-15 Jahre so irgendwie anhalten, wo wir so, man nennt es auf Englisch, noisy intermediate scale quantum devices bauen. Das heißt also, Quantenmaschinen bauen, die jetzt in der Größenordnung von vielleicht einigen 10, mehrere 100 so Quantenbits haben wird, die noch nicht fehlerkorrigiert sind, aber wo man doch schon Quantenrechnungen drauf irgendwie machen kann, lang nicht in der Vision, wie man das ursprünglich da also geplant hatte, wo man dann große Algorithmen hat. Man ist weit von diesen Dingen entfernt, aber wo man doch an diesem Quantenvorteil, der vorhin auch schon eben da kurz erwähnt worden ist, so langsam da irgendwie kratzen kann. Und ich glaube, diese nächste Phase von dieser Entwicklung von diesen Intermediate-Scale-Quantum-Devices, das wird wahrscheinlich so unsere Zukunft für die nächsten 15 Jahre jetzt irgendwie, glaube ich, absolut da irgendwie beeinflussen. Ich möchte auch noch einmal hier betonen, was auch vorhin schon kurz eben da erwähnt worden ist, dass wir natürlich meilenweit von dem entfernt sind, wo wir diesen skalierbaren, ultimativen, fehlertoleranten, programmierbaren Quantenrechner bauen, den viele von diesen Quantenalgorithmen, die wir im Hintergrund haben, ich denke an Shor-Faktorisierung oder all diese ganzen Anwendungen jetzt brauchen, die wir auch oft einmal in Richtung Quantenchemie dann vielleicht brauchen oder wenn man dann irgendwelche Medikamente entwickeln will oder solche Dinge von der Art, von dem sind wir, glaube ich, relativ weit entfernt. Und ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen wird irgendwie sein, dass wenn wir heute reden über Anwendungen, dass wir versuchen, Anwendungen hier zu finden, die der Hardware, wie sie sich momentan entwickelt, jetzt irgendwie angepasst sind. Und ich persönlich, wir können später noch darauf dann irgendwie näher eingehen, sehe gerade in dem, der ultimative Quantencomputer ist letztendlich eine Art digitaler Quantencomputer,
Ich glaube, dass ein Weg dorthin, wir viele Analog-Bausteine haben werden, die dazu führen, die uns die Skalierung von diesen Sachen erleichtern wird. Also so hybrid, analog, digital auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich auf Seite von den Quantenalgorithmen auch zum Beispiel es Frauen gibt, wo man nicht eventuell dann Dinge hingeht, wo man dann zum Beispiel einen klassischen Computer mit einem Quantencomputer kombiniert und so hybrid klassische Quantenalgorithmen dann letztendlich im Hintergrund hat. Und da gibt es eine Art Übergangsphase. Und diese Übergangsphase, glaube ich, werden dieser nächsten vielleicht 10, 15 Jahre jetzt irgendwie sein. Und um auf die zweite Frage einzugehen, nämlich akademische Forschung und Industrieforschung, ich glaube, man muss das eine von vornherein ganz klar sagen, dass wenn man im Englischen jetzt spricht von Quantum Science und Quantum Technology, man eigentlich immer meint, dass man die Grundlagenforschung verknüpft dann mit dem, was letztendlich zu einer Technologie wird. Und wenn jemand heute behauptet, man muss nur die Ingenieure rufen, um uns den großen Quantencomputer zu bauen, dann sehe ich das absolut nicht so. Ich glaube, dass viele von den Grundlagenforschungsfragen eigentlich ungelöst sind, dass wir halt vielleicht wissen, wie man einen Quantencomputer bauen können mit mehreren hundert Qubits, aber wie das dann weiter hinaufskaliert, ich glaube nicht, dass wir da die richtigen Antworten haben. Wir haben auch nicht, glaube ich, die endgültigen Antworten, dass diese oder jene Plattform jetzt sozusagen der richtige Weg für diese ganzen Dinge sind. Aber gleichzeitig sind, und Manuel Bloch hat es vorhin auch schon kurz erwähnt, natürlich wir auch vor der Tatsache, dass wir heute kleine Quantencomputer im Labor haben und dass natürlich viele von den Dingen, die jetzt heute ganze Labors ausfüllen, letztendlich professioneller formuliert gehören im Sinne von einer Ingenieurkunst. Und wenn ich mir die Computer von Rainer Blatt heute anschaue, wo auf der einen Seite ein ganzes Labor ist und wo das gleiche Ding jetzt in einem einzelnen Rack dann drinnen steht, dann ist hier ein Übergang, wo wir vielleicht nicht alle Antworten auf die grundsätzlichen Fragen haben, aber wo ein guter Teil von diesen Dingen sehr perfektioniert ist. Und da kommen natürlich jetzt die Frage von diesen Firmen hinein. Ich meine, was hat die akademische Forschung jetzt eigentlich hier noch zu tun, zu Zeiten, wo dann Firmen wie Amazon, Google, Microsoft, IBM und so weiter hier hereinkommen und dann gerade mit superleitenden Quantenbits hier zum Beispiel die große Konkurrenz machen? Ich glaube, dass die Antwort von meiner Seite hier eigentlich eine relativ einfache ist. Ich glaube, die Sache ist momentan noch offen in vieler Beziehung und ich glaube, dass gerade eben die akademische Seite Grundlagenideen, also diese game-changing Ideas entwickeln kann, während die Industrie auf ihrer Seite viel mehr, glaube ich, den Schwerpunkt auf jene Dinge setzen wird. Ja, wenn ich heute eine Halbleiterindustrie habe oder Festkörperphysik habe, weil ich klassische Computer gebaut habe, dann habe ich dort vielleicht Antworten, die ich jetzt natürlich in einem neuen Kontext umsetzen will. Also ich glaube, Industrie kommt da rein, vorhandene Ideen zu perfektionieren, aber dass diese game-changing Ideas und die offenen Fragen hier zu lösen eindeutig von der akademischen Seite her noch kommen werden. Und insofern sehe ich da eine gewisse Komplementarität, wenn man es jetzt so haben will, aber auch gleichzeitig, dass für diese game-changing Ideas, gerade von Seiten dem akademischen Umfeld, es auch die Möglichkeit gibt, dass man da irgendwie neue Startups macht. Startups, die jetzt nicht konkurrieren mit diesen großen Firmen, die einen bestimmten Weg gehen, sondern die jetzt auch in vielleicht ganz neue Richtungen hingehen. Und gerade in diesem Umfeld, da Startups sozusagen nicht traditionell und so, ich glaube, das die momentane Situation so beschreibt. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann nochmal der Hinweis an Sie da draußen. Also stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Ich weiß, das Thema ist jetzt nicht so super einfach, aber dafür sind wir jetzt quasi hier. Bisher ist da noch nichts. Ich habe natürlich auch genug, um durchs Pressbriefing zu kommen, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Aber Herr Zoller, bei Ihnen wollte ich da nochmal direkt nachhaken. Und zwar kursiert ja jetzt, weiß nicht, vor einiger Zeit dieses Bild von der IBM-Roadmap, was die so in den nächsten Jahren in puncto Quantencomputer planen. Und da hatten sie für bis einschließlich 2032, also ich glaube bis Ende 2023, Entschuldigung, nicht 32, einen Quantencomputer mit 1000 Qubits quasi angeplant. Ist das realistisch? Und das ist ja, wenn man jetzt andere Sachen anguckt, was jetzt hier in Europa geplant ist, was zum Beispiel in der Roadmap Quantencomputing auch als Ziel gesteckt wird, ist das ja schon um einiges höher. Ja, oder Herr Wilhelm auch. Ja, vielleicht fangen wir mal an an dieser Stelle. Ja. Also ich glaube, dass die grundlegenden Technologien heute, wo man in die Gegend von einigen 100 Qubits, wenn man draus jetzt 1000 macht, dann ist mir das ausreicht, glaube ich schon irgendwie tragen werden und dass diese Dinge letztendlich realistisch sind. Aber auch IBM, wie alle anderen, kochen eigentlich nur mit Wasser in diesem Kontext. Ja, und
Ich würde zum Beispiel gerade eben sagen, wenn es darum geht, einen großen fehlertoleranten Rechner zu entwickeln, dann brauche ich ja, um ein einziges Qubit abzuspeichern, nicht nur ein logisches, um ein logisches Qubit abzuspeichern, brauche ich dann viele physikalische Qubits. Und ich glaube, dass gerade in diesem Kontext, wenn man sich anschaut, was da dahinter steckt, eigentlich an Notwendigkeit, um jetzt wirklich einen ultimativen Quantenrechner hier zu bauen, wie eigentlich dann meilenweit von diesen Dingen jetzt hier entfernt sind, dass ich sehr beeindruckt bin von dem, was IBM kann und was auch andere können, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, letztendlich die Aussage von mir vorhin, so bei mehreren hundert, vielleicht 1000 Qubits, dass dort unsere Kenntnis momentan jetzt irgendwie aufhört und dass hier eigentlich grundlegend neue Ideen jetzt auch dann also notwendig sind. Ich würde bei dieser Aussage jetzt hier an der Stelle bleiben. Mhm. Herr Wilhelm, auch noch dazu? Ich kann dazu noch ergänzen, dass in der Qubit-Zahl-Roadmap von IBM keine Fehleranfälligkeits-Roadmap integriert war. Und wenn man IBMs eigenes Benchmark verwendet, dann werden innerhalb dieser mehr als 50 Qubit-Chips von IBM im Augenblick nur 7 mit anwendungsnahen Benchmarks überhaupt wirklich genutzt. Das ist das sogenannte Quantenvolumen-Benchmark. Insofern muss man sich eben bei der Zahl der Qubits wirklich aufpassen. Das ist im Augenblick, zumindest in der superleitenden Plattform, nicht das beschränkende Element. Und man könnte ganz ketzerisch sagen, Tausende von Josephson-Kontakten. Josephson-Kontakt ist das Gegenstück zum Transistor, ganz grob gesprochen. Hat man schon in den 90er Jahren auf einen Chip gepackt. Die hatten nur keinerlei Qubit-Eigenschaften. Also ich würde immer bitten, sozusagen die Zahl dort drin zu machen. Was im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission steht, ist in den nächsten paar Jahren 100 Qubits, die alle gleichzeitig nutzbar sind, die also im IBM-Sprache ein Quantenvolumen von 10.000 haben. Und das setzt die Prioritäten meines Erachtens sehr viel besser. Mhm. Na gut, das wird ja zu der Frage passen. Firmen machen vielleicht einfach bessere PR. Hier gibt es noch direkt die Nachfrage vielleicht dazu. Herr Bloch, Sie haben sich auch entmutet, dann stelle ich die einfach mal direkt an Sie. Ist zum Beispiel der Quantencomputer von Google auch in dem formulierten Sinn dann experimental, also ohne ausreichende Fehlerkorrektur? Ist das schon bekannt? Ja, absolut. Also das ist genau die Klasse. Das ist genau die Klasse von Systemen, die wir eigentlich auch diskutiert haben. Vielleicht um ein bisschen einen Überblick zu geben, was man momentan realistische Zahlen sind, um ein fehlergeschütztes logisches Qubit zu haben, braucht man wahrscheinlich einen Overhead von 1000 bis 10.000 physikalische Qubits. Das heißt, um ein geschütztes, fehlergeschütztes Qubit zu bauen, brauche ich 10.000 physikalische Qubits. Und da sind wir natürlich bei den Systemgrößen von 30 bis 40, 50 noch weit davon entfernt, natürlich das Google-System auch. Vielleicht reduziert sich diese Zahl mit dem Fortschritt in der Theorie auch, dass wir weniger Qubits brauchen, um zu schützen, das eine logische Qubit. Aber da sieht man mal so ein bisschen, gibt so ein bisschen die Herausforderung an, die man da stemmen muss letzten Endes. Mhm. Und vielleicht dann noch ein bisschen den Vergleich zu der IBM-Geschichte jetzt in der Roadmap Quantencomputing. Wie realistisch sind da die Ziele? Also da ist ja so ein bisschen grob zusammengefasst, innerhalb von 5 Jahren einen Quantencomputer mit mindestens 100 individuell ansteuerbaren Qubits. Und nach 10 Jahren mit souveräner Technologie mit an der Spitze des internationalen Wettbewerbs stehen. Wie realistisch würden Sie das sehen? Also ich hoffe natürlich, dass wir das schaffen, sonst würde ich mich selber dem Wettbewerb auch nicht stellen in unseren Plattformen. Ich glaube, wir haben in den verschiedenen Systemen schon gute Chancen. Klar, der Wettbewerb durch die Firmen ist knallhart. Die haben natürlich auch andere Ressourcen zur Verfügung, andere Größen, sind nicht nach TVED-Bezahlungen sozusagen gebunden in den Mitarbeitern, die sie einstellen. Das ist natürlich für uns alles ein Riesenproblem. Das heißt, überhaupt die guten Leute zu finden, die das machen, ist ein Problem. Das zeigt sich eigentlich auch schon für die Firmen. Also das Gebiet ist eigentlich knapp auch an personellen Ressourcen, überhaupt die Leute zu finden, die das machen können, die Fähigkeiten haben zu machen. Das wird sicherlich eine Riesenherausforderung. Das zeigt aber natürlich auch, dass wir gerade in den Universitäten eine Riesenherausforderung auch haben im Ausbildungssektor, der gefüllt werden muss in den nächsten Jahren. Ja, wo sollen die Leute alle herkommen, diese Quanteningenieure, Ingenieurinnen, die da arbeiten? Die müssen natürlich ausgebildet werden. Das ist ein Riesenproblem momentan. Mhm. Dann eine weitere Frage, wie sehr ist das Thema denn politisiert? Also inwiefern ist die Forschung da offen oder in manchen Bereichen auch von militärischer Forschung zum Beispiel getrieben? Also das wäre jetzt vor allem international, aber auch die Uni der Bundeswehr forscht ja daran. International ist natürlich vielleicht interessanter. Herr Zoller, Sie waren ja einige Zeit in Amerika, haben Sie da was mitbekommen?
Ja, es ist natürlich immer so, dass Hochtechnologie und diese Quantentechnologie ist letztendlich eine Art also Game-Changing-Sache. Natürlich, dass die immer eine politische oder auch eine militärische Komponente hat. Und ich sehe das Ganze in einem gewissen Sinne natürlich so, dass wir auf der einen Seite jetzt hier Grundlagenforschung machen. Wie wir da sitzen als Physiker, sind wir Grundlagenforscher. Und Grundlagenforschung ist grundsätzlich offen, dass natürlich immer mehr jetzt dieser sozusagen Geheimnisaspekt jetzt hier hereinkommt, wo dann eben Länder wie die USA oder China dann natürlich neben dem, dass man Grundlagenforschung macht, aber dann auch diese ganzen technologischen Anwendungen dann auch einsetzen will, in dem Sinne, dass man eben seine Wirtschaft, dass diese Dinge da passiert oder dass man auch entsprechende militärische Anwendungen findet, das kommt dann mit den Sachen dazu. Das hat ja alle anderen Technologien in der Vergangenheit in vollkommen analoger Art und Weise jetzt auch hier so betroffen. Aber ich würde sagen, momentan ist eigentlich die ganze Forschung, weil sie doch eher noch grundlagenbasiert ist, sicherlich auf dem, wo die eigentlichen Fortschritte gemacht werden, als im Sinne dieser Grundlagenforschung, wo auf der anderen Seite aber natürlich es ganz klar auch Programme gibt, wo sehr große Anstrengungen unternommen werden von den einzelnen Ländern, dass man auch vielleicht jetzt hinter einem Zaun diese Dinge verfolgt in einer Art und Weise, wie sie nicht in der Öffentlichkeit sind. Und wir sind momentan in der Mitte. Ich würde sagen, es ist halt wie üblich bei diesen ganzen Dingen und da ist jetzt keine Besonderheit bei diesen Quantencomputereien hier vorhanden, die jetzt uns von den anderen Entwicklungen jetzt hier irgendwie auszeichnet. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Jetzt mal, ich finde das ehrlich gesagt, es ist sehr schade, wir kriegen das natürlich auch zu spüren. Es fängt ja nicht nur USA, China, sondern es beginnt schon eigentlich UK, Israel, momentan Schweiz, wo schon Diskussionen laufen, die nicht mehr an den Programmen der EU partizipieren zu lassen, die in dem Bereich sind, weil sozusagen immer technologieorientierter wird. Was ich aus der Wissenschaft sagen kann, dass ich das sehr schade finde, denn ich glaube, wir brauchen noch so viel Wissenschaft in dem ganzen Problem, wie der Peter Zoller das richtig gesagt hat, um die Herausforderungen zu lösen, dass wir das eigentlich an einem guten Austausch, internationalen Austausch auch sehr interessiert sein sollten, die Probleme zusammenzulösen. Das macht es momentan wirklich schwieriger, auch in unseren europäischen Projekten merken wir das immer mehr, weil es ist dass diese Politisierung macht es schon immer problematischer, offen auch zu forschen auf dem Gebiet. Und weiß man da, wie die Situation in China ist direkt? Also man hört ja auch was von akademischen Fortschritten aus der Richtung. Also es scheint ja nicht so zu sein, dass die Regierung irgendwie alles da unter Verschluss hält. Vielleicht kann ich hier was zu dem sagen. Also gerade in China, China ist natürlich grundsätzlich anders strukturiert. Und ich glaube, dass China, wenn man sich die letzten paar Jahre so anschaut, China hat einige Dinge richtig gemacht, nämlich das, dass sie versucht hat, gute Wissenschaftler, die arbeiten auf diesem Quantengebiet, auch zum Beispiel gerade Leute, die in den USA waren, wieder nach China zurückzuholen, von denen wir uns auch sehr hoffen, dass sie den entsprechenden Geist auch da mitgebracht haben, wie man diese Forschung betreibt und das auch in einem internationalen Kontext. China auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass es technologisch zum Teil extrem gut aufgestellt ist und China wird sicherlich zum Beispiel hier einer von den Main Playern sein, auch da in der Zukunft. Und ich glaube, die Hoffnung ist das, dass es sich auch einfügt in das, wie wir im Westen eigentlich da jetzt hier Wissenschaft betreiben, nämlich wo die Grundlagenforschung jetzt wirklich offen ist und wo dann auch entsprechend, ja, wir alle dann an diesen Dingen entsprechend hier teilnehmen. Herr Wilhelm, auch noch dazu? Also man darf da nicht vergessen, dass es ein weiteres Quantenüberlegenheitsexperiment gab, das letzten Herbst rausgekommen ist von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften mit einer photonischen Basis, dass meines Erachtens sozusagen ein noch künstlicheres Benchmark hat als das von Google. Und auch im Bereich supraleitende Qubits haben die jetzt sozusagen Augenhöhe mit anderen Ländern erreicht. Und die schaffen es eben tatsächlich, wie der Herr Zoller schon gesagt hat, Leute aus sehr, sehr guten Positionen im Westen trotzdem wieder nach China zurückzubringen. Also da muss man, da wird auf jeden Fall sehr gute Arbeit gemacht und da muss man einfach entsprechend mithalten, aber ohne jetzt da auch gleich in Schockstarre zu verfallen. Ja, Sie haben schon einige von den Technologien angesprochen. Das ist vielleicht eine Frage mehr für alle, vielleicht erstmal für Sie auch, Herr Zoller. Wir hatten jetzt die Frage im Chat, setzt Europa auf die richtigen Plattformen, also Ionen oder supraleitende Qubits? Was ist mit optischen oder topologischen Qubits? Also ist das quasi die Wette auf das richtige Pferd momentan? Ich glaube, dass es momentan eigentlich viel zu früh ist, dass man sagt, hier ist der Gewinner und die anderen sind die Verlierer.
es gibt keine richtige Plattform, sondern ich glaube, wir sind momentan erst noch in einer Phase, wo es verschiedene Plattformen gibt, wie zum Beispiel gerade Superleitend oder Ionen, die jetzt momentan auf der Ebene Quantum Computing am meisten gezeigt haben im Labor und wo es eben andere Plattformen sind, die vielleicht andere Dinge tut. Wenn ich an die Richtung photonischen Plattformen denke, dann sind die jetzt eher ausgerichtet in Richtung auf, sagen wir, Quantenkommunikation. Und ich sehe all diese Möglichkeiten, die es dort gibt, gerade Quantenkommunikation. Ja, man will letztendlich Quantenrechner haben, die man miteinander vernetzt in dem Sinne, dass man sie entweder zum Beispiel hinaufskaliert zu effektiv größeren Quantenrechnern, die wir heute in einem normalen Computerchip mehrere Cores drinnen haben und diese Cores dann zusammenarbeiten, um dann einen großen Prozess eben hier darzustellen, können auch zum Beispiel eine solche Vernetzung eben zu dem Anlass geben, dass man letztendlich hinaufskalieren kann, aber auch im Sinne von einem Quanteninternet, wo man dann Interfaces braucht zwischen einem stationären Quantenbit, also die Quantenspeicher, die wir heute in unseren Quantencomputern haben, und auf der anderen Seite natürlich Photonen, die eben Quantenbits sind, die jetzt zwischen den Computern die Informationen hin und her tragen, wo man dieses Quanteninternet jetzt irgendwie aufbaut. Also ich glaube, dass all diese Dinge grundsätzlich sehr weit offen sind. Und es ist natürlich sicher so, dass man sich irgendwie in einer gewissen Art und Weise fokussieren muss, auf die wirklich vielversprechendsten. Aber das letzte Wort in dem Kontext ist sicherlich noch nicht momentan jetzt irgendwie gesagt. Und ich glaube, man sollte eigentlich hier offen sein. Und wenn es darum geht, Forschungsförderung zu machen, sollte die nicht jetzt mit der Gießkanne hineingehen, aber gleichzeitig doch eine gewisse Offenheit haben, dass man jene Dinge, die nicht traditionell sind und die dann vielleicht für Überraschungen gut sind, dass man die immer noch irgendwie die Möglichkeit gibt, in dem Kontext hier zu überleben oder sich zu beweisen. Mhm. Herr Wilhelm, auch noch dazu, bei OpenSuperCube planen Sie mit supraleitenden Qubits oder wie war das? Ich wollte aber was die Einschätzung ein bisschen widersprechen, dass man nicht auf topologische Qubits setzt. Topologisches Qubit hat noch keiner so richtig gesehen, ja, das ist noch sehr früh und benötigt andere Forschungsförderungsinstrumente. Und allein in Deutschland gibt es zum Beispiel zwei Exzellenzcluster, einen im Rheinland und einen in Würzburg, die sich damit beschäftigen. Und das ist ein typisches Förderinstrument der Grundlagenforschung. Das ist da, wo die noch sind. Und wenn es gut funktioniert, werden die schnell aufholen. Und man kann ja sehen an den Schwierigkeiten, die es gerade in den Niederlanden gab, bei Microsoft in Delft, dass ein Fördern von Grundlagenforschung mit den Werkzeugen der industrienahen Forschung da auch tatsächlich zu Problemen führt. Da wurde eine sehr prominente Arbeit zurückgezogen und das hat dem Gebiet auch eher geschadet. Also man muss das eben anders fördern, aber es wird gefördert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben eine realistische Erwartungshaltung auch erzeugt. Und das ist vielleicht auch das, was Sie heute mitnehmen sollten. Von meiner Seite finde ich das wichtig, dass wir von Seiten der Wissenschaft, auch Industrie, realistische Erwartungen kommunizieren, was kann da in den nächsten Jahren eigentlich passieren in dem Feld und nicht von einem Hype uns überschlagen in den nächsten Hype. Denn das tut nicht gut der ganzen Geschichte. Das ist eher schädigend, wie man vielleicht an dem Beispiel, was der Frank Wilhelm Mauch da gerade erläutert hat, aus den Niederlanden sieht. Ne? Dann ist der Erwartungsdruck dann doch zu groß und man will halt unbedingt das Phänomen sehen, was man sehen will, und dann steckt viel Geld dahinter und der Druck ist hoch und das ist eben nicht förderlich der ganzen Geschichte. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut an dem Beispiel. Mhm. Sie haben ja quasi schon direkt angesprochen, was Sie jetzt für wichtig zum Mitnehmen halten. Wie ist es denn jetzt so ein bisschen, wie es in Deutschland weitergeht? Also was passiert da jetzt als nächstes? Was halten Sie da für die wichtigsten Initiativen und auch was für Schlüsselfragen stehen jetzt offen und sind zu klären, auf die Journalistinnen und Journalisten vielleicht auch besonders achten sollten? Ja, also wir warten natürlich alle gespannt, wie der Frank Wilhelm Mauch gesagt hat, auf diese Ausschreibung, die jetzt hoffentlich da mal rauskommen soll. Ich habe gehört, es hängt immer noch, wird wahrscheinlich diese Woche immer noch nichts werden. Also wir hoffen, dass es jetzt mal wirklich schnell vorangeht, die Sachen, die Mittel entsperrt werden vom Finanzministerium und wirklich das Ganze dann auch umgesetzt werden kann und die Projekte gestartet werden können. Denn wir sehen ja im Internationalen in der Konkurrenz, wir haben nicht die Zeit jetzt, da auch ewig zu warten und aufzuholen. Die anderen marschieren forsch voran. Und wenn wir nicht sozusagen unsere Anstrengungen da intensivieren, dann werden wir das Nachsehen haben. Also ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, diese neuen Förderinstrumente vom Wissenschaftsministerium, BMBF, aber natürlich auch vom Wirtschaftsministerium. Im EU-Kontext natürlich auch das Flagship-Projekt, die Nachfolgeprojekte. Und ich glaube, kombiniert mit anderen nationalen Initiativen in Europa
kann da ein abgestimmtes europäisches Handeln doch sicherlich von Vorteil sein. Und das sehen wir auch. Wir arbeiten alle darauf hin. Ich hoffe, die Politik kann uns gut dabei unterstützen, dass wir das dann auch machen können. Das müssen wir jetzt sehen in den nächsten Wochen. Hier hatten wir noch eine Nachfrage aus dem Chat. Wenn Sie von Quantencomputern sprechen, sind da Quantenanealer auch einbezogen und wird in Europa an denen geforscht? Also ich arbeite ein bisschen an Quantenannealing. Und es gibt im normalen, nicht im Flaggschiff, sondern in der normalen EU-Forschungsförderung ein Quantenannealing-Hardware-Projekt in Europa, das aktuell gefördert wird. Das ist angesiedelt am Supercomputing-Zentrum in Barcelona. Dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Arbeitsgruppen auf der Theorie und auf der experimentellen Seite. Es gibt Innsbruck, es gibt University College London. Und man kann auch die optischen Gitter im Prinzip für Quantenannealing einsetzen. Es wird dort, das ist nicht so fokussiert, wie das bei D-Wave ist oder wie das teilweise in Japan ist. Allerdings sollte man auch die kann man da auch einen Blick auf die Anwendung des Gebiets machen. Es ist relativ klar, dass die D-Wave-Hardware selber längerfristig, wie sie jetzt aufgebaut ist, keinen Quantenvorteil liefern wird, sondern dass auch da die Kohärenz, also das, was die Fehlerrate im gatterbasierten Quantencomputing limitiert, wichtig ist. Und da werden auch in den USA die Karten ein bisschen neu gemischt, sodass die Annealing-Hardware und die gatterbasierte Hardware sich immer ähnlicher werden. Das heißt, ich erwarte, dass im Sinne dessen, was Peter Zoller angesprochen hat, nämlich dass man in dieser NoiSea-Ära, in dieser NISQ-Ära verschiedene Hardware-Eigenschaften von analogen und digitalen Charakter geschickt miteinander verschaltet, dass in diesem Ökosystem Quantenannealing aufgehen wird. Und da sind wir in Europa auch holistisch sehr, sehr stark. Herr Zoller, noch direkt dazu? Ja, ich wollte gerade noch kurz sagen, wir reden jetzt immer über Quantencomputer. Aber im Prinzip natürlich muss man das Ganze so sehen, wenn wir jetzt heute darüber reden, einen Quantencomputer hinaufzuskalieren zu einer großen Zahl von Quantenbits, indem wir heute die sogenannten Quantensimulatoren bauen, dann versteht man darunter eigentlich eine Art Special-Purpose Quantum Computer, also ein Quantum Computer, der im Prinzip eigentlich eine viel größere Zahl von Teilchen bereits jetzt im Labor beinhaltet, aber der nicht universell programmierbar ist. Und gerade wenn wir über Quantum Annealing reden, dann ist es jetzt ein Musterbeispiel, wo man jetzt hier versucht, ein Optimierungsproblem eben hier zu lösen und dabei auf die Methoden der Quantensimulation, die viel skalierbarer sind in der momentanen Form, eben hier zurückfällt. Und insofern sieht man, glaube ich, wunderschön dieses Spektrum, dass wir die ultimative Vision haben des programmierbaren, fehlertoleranten Quantencomputers, aber heute wir im Labor zum Beispiel Quantensimulatoren haben, die mit relativ vielen Teilchen bereits jetzt eigentlich höchst nicht triviale Dinge machen können, aber nicht eben diese universelle Programmierbarkeit haben. Und diese genau in dieser Kombination, dass wir ein Spektrum haben, von dem einen skalierbar heute bis zur ultimativen Vision, da gibt es hier viele Schritte am Weg dorthin, viele Unterteilungen, die, glaube ich, insgesamt eigentlich da sehr vielversprechend sind. Und ich sehe gerade für die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich die Entwicklung in diese Richtung hier gehen. Gut, wir haben noch eine schnelle Nachfrage aus dem Chat. Wenn vielleicht auch an Sie direkt, Herr Zoller, wenn Sie von Quantencomputern, ach nee, Moment, das ist die falsche. Also was ist mit dem Begriff Qubit genau gemeint ist? Also die logische Einheit in Analogie zum Bit oder die physikalische Realisierung oder beides? Vielleicht können Sie da ganz schnell drauf eingehen. Okay, ja, also Quantenbit ist einfach das, dass die Quantenmechanik eben sogenannte Überlagerungszustände erlaubt. In einem klassischen Computer hat man eine 0 oder eine 1 und quantenmechanisch hat man eben Zustände, die eine Überlagerung von 0 und 1 sind, also eine entsprechende Superposition, wie wir das nennen, um dann bei vielen von diesen Qubits zu einem sogenannten verschränkten Zustand eben hinzugehen. Und unter Qubit meinen wir eigentlich sowohl das Konzept wie auch das, dass wir über die physikalische Implementierung dann letztendlich reden von dem. Also je nachdem, wie wir das Wort Qubit verwenden, meinen wir das Konzept oder dann eben die physikalische Implementierung, die dann eben mit superleitenden Schaltkreisen oder mit Ionen, zum Beispiel internen Zuständen, hier realisiert werden kann. Gut, dann haben wir noch eine Frage, wie die Forschungssituation in der Schweiz momentan aussieht und wie gefährdet die Zusammenarbeit mit EU-Forschung ist. Weiß da einer von Ihnen was zu?
Also der Status der Schweiz in der EU-Forschung, der pendelt zwischen den verschiedenen Entwürfen des Arbeitsprogramms der EU. Und nach meinem Kenntnisstand ist der aktuelle Diskussionsstand, dass wir mitmachen dürfen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Die Situation in der Schweiz, die Schweiz hat eine sehr, sehr gute Grundfinanzierung, hat einfach erstklassige Arbeitsgruppen, erstklassige Hochschulen. Und wenn die nicht dabei sein könnten, macht das sehr, sehr viel Arbeit, die zu ersetzen. Wir sehen jetzt sozusagen kein so ein Leuchtturmprojekt, wie wir das in anderen Ländern sehen. Aber zumindest in OpenSuperQ gibt es zwei Schweizer Partner, die eben in der Neuauflage, wenn sie nicht dabei sein könnten, schwer zu ersetzen wären. Wir würden es schon irgendwie hinkriegen. Aber insofern, ja, sieht es da gut aus. Und direkt noch eine Nachfrage für Sie. Sie haben vorhin das Quantenvolumen erwähnt. Ist das ein gutes Vergleichskriterium, wird hier gefragt? Und braucht man überhaupt ein einheitliches Maß oder ist das auch von Plattform zu Plattform vielleicht verschieden? Also man braucht sicherlich kein einheitliches Maß und für alle Fragen. Und eine einzelne Zahl kann die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers niemals ganz beschreiben. Wird vor allen Dingen dem nicht so recht, dass es jetzt schon auch anwendungsabhängig ist. Also wenn man sozusagen die Ionen und die Supraleiter vergleicht, die Ionen haben eine unglaublich geringe Fehlerrate. Und die Supraleiter haben eine etwas höhere Taktfrequenz. Also die langsamste Operation ist in Nanosekunden gemessen schneller. Und das kommt dann wirklich auf die Anwendung an, was wie wichtig ist. Unter den einzelnen Zahlen würde ich sagen, ist das Quantenvolumen die brauchbarste, weil sowohl ein Mangel an Qubitzahl als auch eine zu hohe Fehlerrate als auch eine schlechte Vernetzung der Qubits sozusagen gleichsam bestraft werden. Aber ja, also unter allen einzelnen Zahlen ist das die beste, aber um wirklich was zu lernen, braucht man Benchmark auch an der Anwendung. Ja, Herr Zoller noch direkt. Also ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Ich möchte schneller noch schon einen Satz machen. hier sagen. Also sehr häufig ist die Diskussion die, dass man sagt, oh, die haben so sehr viele Qubits, also sind sie besser. Ich glaube, dass die Zahl der Quantenbits und zusammen mit dem Paket Zahl der Quantengatter, die man ausführen kann, das ist eigentlich das Maß der ganzen Dinge. Also auch wenn ich einen kleinen Quantenrechner habe und dann mehrere hundert Quantengatter ausführen kann, ist es offensichtlich besser, als wenn ich eine riesige Zahl habe, aber nur ein einziges Quantengatter ausführen kann, das vielleicht sogar trivial ist. Also Qubit allein ist nicht das Maß der Dinge. So, wir haben hier noch eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Herr Bloch, vielleicht an Sie. Also es gab ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen Kritik an den politischen Vorgängen in dem Bezug, also dass da politische Grabenkämpfe das so ein bisschen schwieriger gemacht haben und dass auch seit der Roadmap nicht viel passiert ist, dass die Roadmap zu forschungslastig ist. Wie würden Sie das einordnen? Teilen Sie diese Kritik oder würden Sie sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach eher eine politische Geschichte zwischen BMWi und BMBF? Ja, ich glaube, was wir uns alle gewünscht hätten, zumindest vielleicht für die hier sitzen, vielleicht ist es sicherlich ähnlich, dass wir ein abgestimmtes, koordiniertes Programm zwischen BMWi, Wirtschaftsministerium und BMBF bekommen hätten, so wie das Expertenrat auch vorgeschlagen hatte. Das sieht jetzt nicht danach aus. Wir werden aber natürlich warten, was kommt. Wir wissen ja noch nichts Offizielles. Wir hören ja immer nur Gerüchte aus Berlin und Informationen, und ich finde es sehr schade, muss ich sagen, dass dieses abgestimmte Vorgehen nicht zustande gekommen ist, denn das macht es für alle Beteiligten enorm viel schwieriger, sich da einzusortieren. Ja. Ich hätte mir sicherlich sehr gewünscht, dass es da ein abgestimmtes Vorgehen gegeben hätte. Ich glaube, die Anstrengungen gab es wohl, die sind gescheitert aus Gründen, die ich nicht kenne. Ich kann es, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus Sicht eines, der solche Projekte koordinieren wird oder soll, möchte, macht es die ganze Situation enorm viel schwieriger. Also kann vielleicht der Frank Wilhelm auch was zu sagen noch und der gut Peter aus österreichischer Sicht. Das ist ja. Ja, können Sie noch gerne kurz zu äußern? Wir müssen, glaube ich, gleich schon wieder zum Schluss kommen, aber. Also ich denke, man hätte die gewünschte Einbindung der Industrie
nicht durch ein Aufteilen des Programmes implementieren müssen, um das Programm zu zersplittern, sondern auch mit dem Programm, wie es der Expertenrat vorgesehen hat, wäre die automatisch in ausreichendem Maße geschehen. Denn wenn man ein großes Projekt hat, hat man einerseits Aufgaben, die akademisch schwer zu realisieren sind. Ja, wenn man an der Universität ist, kann man Aufgaben machen, die jemand durchführt, der die danach promoviert, habilitiert oder irgendwie sich auf eine Professur bewirbt, was bestimmte technische Aufgaben nicht macht. Man muss sehr schnell Menschen mobilisieren. Man muss auch Fachfremde entsprechend mit einbinden. Also ich denke, die hehren Ziele einer großen Industriekomponente wären auch in einem Programm, wo man es den Konsortien überlassen hätte, das gut zu realisieren, sehr, sehr gut umgesetzt gewesen. Und ich sehe nicht, wie das, was wir als Gerücht gehört haben, denn nichts Offizielles haben wir gesehen. Also das wäre ein einzelnes Programm mit einer besten Auslese, wo man wirklich glaubhaft darlegen muss, dass man das leisten kann, hätte auch diese Ziele erreicht und zwar mindestens so gut wie das, was wir jetzt haben. Wir sind allerdings natürlich, ich bin sehr, sehr froh, dass es endlich ein Programm diesen Umfangs und diesen Anspruchs auch in Deutschland gibt. Ich erinnere mich, dass man sozusagen nicht Mittel dann aus dem Ausland sich holen muss. Ich erinnere mich, als ich nach der Habilitation meine erste Dauerstelle gesucht habe, 2005, und Leuten gesagt habe, ich bin Theoretiker, ich will einen Quantencomputer bauen, galt ich als unberufbar und das hat sich erfreulicherweise geändert. Immerhin. Wir haben noch zwei Fragen. Ich versuche mal, die ganz schnell durchzukriegen, bis wir zum Abschlussstatement kommen. An Sie, Herr Zoller, wie analog zur Frage nach der Forschungssituation in der Schweiz. Wie sieht es in Österreich aus? Also ich würde sagen, dass in Österreich eigentlich die Werkzeuge zur Forschungsförderung, gerade was diese Quanten betrifft, so diese üblichen sind. Und aus unserer Sicht ist es so, dass wir natürlich mit großem Interesse jetzt verfolgen, was in Deutschland hier läuft mit diesen 2 Milliarden, die da angekündigt sind und diesen ganzen Strukturen und dass man da neue Forschungszentren auch überlegt, jetzt in irgendeiner Form dann hier aufzubauen. Und ich glaube, in Österreich kommt alles ein bisschen später. Wir müssen nämlich dann üblicherweise durch den Faktor 10 hier durchdividieren, um die Gelder hier entsprechend zu skalieren. Und ich glaube, dass wenn hier Deutschland eine gewisse Vorreiterrolle hier in dem Kontext jetzt hier ausübt, ist es für uns in Österreich extrem wichtig. Und ich möchte auch dem hinzufügen, dass wir in Österreich eigentlich ein Land sind, wo wir, glaube ich, gerade in dieser Quantenforschung relativ gut irgendwie aufgestellt sind. Und in dem Kontext würde ich mir auch sehr erwarten, dass das auch auf der österreichischen Seite sein Gegenstück findet. Mhm. Und die letzte Frage an Sie noch, Herr Wilhelm Mauch, ob Sie etwas näher auf das Projekt Open SuperQ eingehen können. Also in einer Minute etwas näher würde das jetzt bedeuten. Okay. Also unser Anspruch, unser Start ist auf unserer Hauptwebseite opensuperq.eu zu finden. Im aktuellen Stand ist es unser Ziel, wo wir sehr weit sind, tatsächlich den gesamten Stack, also die gesamte Umgebung vom Chip zum Benutzer zu schließen. Und das mit immer größeren Prozessoren. Wir wurden durch Covid verlangsamt, weil insbesondere die Arbeit im Rheinraum sehr viel Präsenz erfordert und haben deshalb auch unser End-Release-Datum, also in Form einer Projektverlängerung, um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Wir denken, dass wir ab Herbst aber auch einen größeren Kreis von Alpha-Nutzern Zugang zu der Plattform sukzessive geben können. Ja, super. Vielen Dank. Dann käme ich jetzt auch schon zur Abschlussfrage an Sie drei. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Bloch, aber Sie kriegen alle die gleiche Frage. Also was halten Sie für den wichtigsten Aspekt, den Journalistinnen und Journalisten jetzt aus dieser Diskussion mitnehmen sollten? Also sei es in Bezug auf das allgemeine Verständnis des Themas und Erwartungshaltung oder mögliche Durchbrüche und Anwendungen in nächster Zeit oder eben auch Förderungs- und Forschungsstrukturen. Ich hoffe, Sie können mitnehmen, dass es ein spannendes Forschungs- und Technologiefeld ist, dass es sich unbedingt lohnt, natürlich zu entwickeln, dass wir aber noch vor gewaltigen Herausforderungen stehen, was die Skalierung auch dieser Technologie betrifft, die wirklich ungelöst sind. Ich glaube, Peter Zoller hat das ganz richtig beschrieben, das sehe ich ganz genauso. Also das sind nicht rein technische Fragen, sondern wirklich fundamentale Fragen. Der Payoff kann natürlich sehr groß sein und deswegen sollten wir das tun, natürlich als Gesellschaft so eine Art Venture Capital zu spielen, die hier investiert, um die großen Chancen, die sich daraus ergeben können, wirklich möglich zu machen.
Was Sie vielleicht auch mitnehmen sollten, Anzahl der Qubits ist nicht alles. Bitte, 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 das erzählen wir, glaube ich, immer wieder. Nicht jedem sofort glauben, der ist besser und toller, wenn er Faktor 10 mehr Qubits macht. Das sollte auch rausgekommen sein. Es kommt unbedingt auch auf die Qualität der Qubits an. Deswegen sagt die Zahl erstmal alleine überhaupt nichts aus. Und im Kontext der Forschungsförderung vielleicht verfolgen die nächsten Wochen, wenn diese deutsche Programme rauskommen, wenn das sich konkreter formiert und dann vielleicht im Herbst, wenn die Projekte starten können, dann auch, dann wird das aktuelle Umfeld in Deutschland sicherlich nochmal wesentlich aktiver werden auch. Aber natürlich auch im EU-Kontext, das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren passieren. Mhm. Herr Wilhelm auch, was halten Sie denn für das Wichtigste? Die Zahl der Qubits hat Herr Emanuel Bloch schon gesagt. Ein Aspekt der Tatsache, dass ein Quantencomputer als Forschungs- und Entwicklungsgroßgerät ein komplexes System mit vielen Komponenten ist und die Leistungsfähigkeit durch die schwächste Komponente bestimmt wird, was aber gleichzeitig die Chance für Deutschland ist, wo es eine breite Expertise in sehr vielen technologischen Aufgaben gibt, da auch eine wichtige Rolle zu spielen, das gesamte Ökosystem abzudecken. Ich bin in Nordwürttemberg aufgewachsen, Heimat der Hidden Champions. Und ich glaube, dieses Mindset kann man aber auch auf Deutschland übertragen. Herr Zoller, was würden Sie noch den Zuschauerinnen und Zuschauern am liebsten mitgeben? Ich glaube, dass ein Punkt aus meiner Sicht sehr wichtig ist, und das ist, dass man sich ein bisschen bewusst wird über die Rolle Europas in dem ganzen Kontext. Jetzt, wenn man es groß auf der Welt sieht, wir haben vorhin betont, dass all diese Dinge hauptsächlich momentan noch Grundlagenforschung und deswegen wirklich sozusagen die internationale Gemeinschaft diese Dinge eigentlich hier da betreibt. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, wo Europa auf der einen Seite gerade in dieser Quantenphysik oder Quantum Science in vielen Dingen relativ führend darstellt. Ja. Europäische Wissenschaftler sind wirklich hervorragend aufgestellt. Aber dass bei der Umsetzung diese Dinge dann auch in Richtung Industrie zu entwickeln oder dass dann irgendwelche Startups entsteht, einfach das Klima in Europa ein viel schwierigeres ist. Wenn ich meine Kollegen in den USA anschaue, die dann ihre Firmen gründen und dann natürlich sehr leicht zu Venture Capital kommen, wo auch zum Beispiel es in den USA so ist, dass es dann einfach von oben her die Entscheidung gibt, jetzt machen wir große National Labs und hier Dinge entstehen, dann muss man sich die Frage stellen, sollte vielleicht die EU hier einspringen und sowas wie National Quantum Labs machen? Ich glaube, die EU ist vermutlich in dem Sinne ein bisschen zu politisch aufgestellt, würde ich jetzt fast sagen. Und deswegen bleibt es an den einzelnen Ländern. Und gerade eben große Länder wie Deutschland müssen eigentlich hier aus meiner Sicht eine führende Rolle dann auch übernehmen in dem Kontext. Mich fragen immer wieder Leute, ist es eigentlich schon zu spät in Europa? Und die Antwort ist nein, keinesfalls. Es ist in Europa noch zu spät, wo wir jetzt hier unsere Quantenhardware dann aus den USA oder China oder sonst woher jetzt irgendwie einkaufen. Aber ich glaube, wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit und wir müssen wirklich schauen, dass wir diese europäischen Fähigkeiten, die wir haben, in dem akademischen Kontext vielleicht etwas effizienter, auch in diesem Industriekontext oder dass man Startups macht und diese ganzen Dinge jetzt hier einbringt. Und ich glaube, dass hier auch Mechanismen gefragt sind, jetzt nicht nur, wenn es um Venture Capital geht, sondern auch, dass einfach so das ganze Klima in Europa ein bisschen offener wird in diese Richtung hin. Und wir schauen ein bisschen neidvoll in die USA, wo diese Dinge eine lange historische Kultur haben. Und ich würde mir sehr hoffen, dass das in Europa, gerade in dem Kontext, wo wir momentan sind, dass wir auch da eine Chance bekommen, das darzustellen, was wir auf Seiten der Wissenschaft liefern. Mhm. Vielen Dank. Ja, dann ist damit die Zeit für das Pressbriefing jetzt auch schon rum. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie dabei waren und danke auch für Ihre Fragen. Und vielen Dank natürlich vor allem an Sie, Herr Bloch, Herr Wilhelm Mauch und Herr Zoller. Wir stellen heute so schnell wie möglich auch noch die Aufzeichnung des Pressbriefings online. Das können Sie dann über unsere Homepage abrufen und voraussichtlich morgen früh laden wir dann da auch noch ein Transkript hoch. Wenn Sie eine Audioversion des Mitschnitts brauchen, schreiben Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de. Ja, dann hoffe ich auch noch, dass es für Sie alle so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Wiederschauen.